Hey, da sind wir wieder. Und ich habe hier was Nettes gefunden. Und zwar war ich in der Küche und wir haben Himbeeren da liegen gehabt. Von, naja, aus unserem Garten. Und ich so ganz ahnungslos sehe die Himbeere, reiche sie in Richtung Mund und sehe dieses kleine Etwas. Eine Made. Ich weiß nicht, ob es eine Fliegenmade ist. Aber es ist eine kleine Made, die relativ klein ist. Diese rote Spuren, die ihr seht, das ist noch von der Himbeere. Also ich habe sie nicht verletzt, keine Angst. Sie ist heil und lebendig. Und natürlich unbeschadet. Das rote Zeug ist, wie gesagt, von der Himbeere. Ich war nicht in der Lage, dieses Vieh noch schnell unter die Dusche zu bringen und es zu reinigen für die Aufnahme. Es geht nun mal nicht. Und wirklich waschen wollte es auch sich auch nicht. Da seht ihr auch ein bisschen am Objektträger die rötlichen Flecken und Spuren. Es war Arbeit, dieses Vieh dahin zu bringen. Das ist unglaublich. Na gut, ich habe natürlich wieder das gleiche Spiel. Ich habe meinen Ring genommen. Mein Ring, mein schöner Ring. Ah, da habe ich wieder meinen Ring. Da habt ihr die Konturen. Und da eine kleine Marder, die versucht irgendwie... Ja. Interessant, was die so wie hier aussehen, ne? Ich finde es sau interessant. Also es ist jetzt nicht großartig irgendwas Wissenschaftliches, wenn ihr sowas hier euch erhofft habt, muss ich euch enttäuschen. Aber es ist grundsätzlich, dachte ich, sau interessant, sowas mal zu zeigen. Ich persönlich finde es interessant, die kleine Welt kennenzulernen. Die hat ja Füßchen, das ist das Schade. Ich kann das Vieh nur von oben beobachten oder alle Insekten, die ich da auf dem Objektträger anbringe, lebendig natürlich. Ich möchte sie ungern töten. Ich werde sie nicht töten, nur weil ich jetzt Lust habe, sie zu zerlegen, sage ich jetzt mal. Aber natürlich begegnet man jede Menge tote Insekten und werde hin und wieder mal demnächst einige tote Insekten sammeln, damit wir sie auch von unten betrachten können, eventuell sezieren. Das weiß ich noch nicht, ob ich das schaffe mit meiner Ausrüstung, die so... Ja, das wird ein Spaß. Auf jeden Fall... Das Vieh von oben. Echt schade, ich sehe das Vieh nicht von unten, nicht von vorn, nicht von der Seite. Ich würde schon gerne wissen, wie die Augen aussehen. Doch, ich glaube, das sind die Augen, oder? Na? Diese zwei links und rechts, diese zwei dunklen Flecke, das könnten doch die Augen sein. Und das vorne ist das Kauinstrument von dem... von der Made. Was bewegt sich dann? Ist das die dunkle Stelle hier in der Mitte das Hirn? Ich finde es sau interessant. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Noch näher dran zoomen kann ich nicht, wie gesagt. Wobei, die Made ist ja nicht in der Lage, am Ring hochzuklettern. Die Spinne konnte das. Ich tue mal den oberen Objektträger entfernen. Die habe ich wieder gesäubert, aber ich glaube, ich werde sie demnächst mal entsorgen. Und da werde ich meinen Revolver ein bisschen... Und da kann ich vielleicht ein bisschen in den Ring hineinzoomen. Boah, da muss ich aber aufpassen. Nicht, dass ich mein Okular hier noch etwas, Okular ist ja nicht ein Revolver, etwas zerschmettere und, oh Mann, das ist jetzt ein Kunstgriff. Na, wo ist die Made? Na, wo bist du? Hallo, Made, da bist du ja. Nein, das funktioniert nicht. Schade. Eine größere Aufnahme von der Made können wir also nicht haben. Wenn ich meinen Ring entferne, ist die Made frei. Da hat es geklappt. Einigermaßen. So, das ist, glaube ich, das vordere Teil von der Made, genau. Das arme Vieh sucht nach Futter und nach Freiheit. Oh. Ich werde es natürlich befreien. Die Spinne habe ich übrigens auch entsorgt. Entsorgt hört sich so falsch an. Ich habe sie befreit. Tür auf in den Flur und raus. Habe sie schon abgesetzt an unseren Topfpflanzen, die draußen im Flur stehen. Und da geht es ihr hoffentlich besser. Also das ekelt mich jetzt weniger. Was heißt Ekel? Das ist einfach nur ungewohnt, diese Ansichten. Ich meine, wenn wir es tag und täglich von so nahem sehen würden, das wäre für uns einfach normal, würde ich sagen. Interessant. Ich finde es auch interessant. Und bei der Spinne, muss ich sagen, habe ich mich geekelt. Ich mag das einfach nicht, wenn so 5, 6, 7 Beinchen sich plötzlich bewegen und das Vieh wegläuft. Uah. Bei Spinnen, da kriege ich Gänsehaut. Wobei, wenn es sein muss, ich kann sie in die Hand nehmen. Damals konnte ich das nicht. Und irgendwann dachte ich, komm, reiß dich mal zusammen.
jedes Mal, wenn jemanden die Spinne umbringen wollte, und dann habe ich natürlich den Helden gespielt und dann habe ich natürlich ganz cool die Spinne in die Hand genommen und sie retten können. Nur dass so ein Heini die Spinne nicht zermatscht. Aber einfach so die Spinne in die Hand nehmen, das kann ich gar nicht. Oh, sein kleines Beinchen, oh, wie süß. Das ist wieder ein Dschungelisch. So kleine Beinchen, die versuchten, da hochzuklettern und vollgesaut mit rotem Himbeer, sonst was. Noch näher kann ich leider nicht, weil, wie gesagt, Revolver wechseln, dann müsste ich einen Ring entfernen und dann wäre es ein bisschen schwieriger. Oh, da habt ihr es knacken gehört. Ich bin zu nah dran. Ich habe es schon mal geschafft, einen Objektträger zu zerschmettern. Da seht ihr, wie das Zeug da an der Seite klebt. Toll, darf ich nachher meinen Ring wieder säubern. Gut, dass ich kein Ringträger bin. Ich ziehe ungern Ringe an, beziehungsweise es macht im Moment keinen Sinn, überhaupt einen Ring anzuziehen. Von daher, die Freiheit habe ich, also brauche ich es nicht anzuziehen. Yeah. Okay, das ist die Made. Auch nicht besonders spektakulär. Ja, schade. Da wird es interessanter. Im Körper bewegt sich was. Könnte Verdauungstrakt sein. Ich finde es sau interessant. Habe ich schon öfters gesagt. Ich finde es sau interessant. Ich wechsle meinen Revolver wieder und gehe ein bisschen raus, weil ich habe Angst, dass ich das Ding etwas zermatsche. Wie gesagt, ich habe es mal geschafft, einen Objektträger zu zerschmettern. Ich bin so nah ich bin so nah rangezoomt, dass mein Revolver wirklich so viel Druck ausgeübt hat, dass es durchgebrochen ist. Das ist tatsächlich durchgebrochen. Man muss echt vorsichtig sein. Und man zoomt nicht rein, man zoomt raus, habe ich irgendwo gelesen. Man wechselt seinen Revolver, geht so nah ran wie möglich und dann nur noch raus, weil reinzoomen ist schlecht, weil, wie gesagt, man ist mal schnell so tief unten, dass man sein Präparat zerstört. Das möchte man ja nicht. Und vor allem möchte ich ja dieses Insekt jetzt nicht zerquetschen. Und es ist auch eine Sauerei. Nee, das muss ja nicht sein. Oh, was macht das denn? Soll ich mal was zu fettern geben? Ich glaube, das mache ich jetzt mal. Und zwar was Kleines. Ich habe einen größeren Korn gegeben und da hat es sich darin versteckt. Kann ich das? Kann ich das? Yeah, das ist etwas. Habe ich das jetzt am Hinterleib oder am vorne? Am vorne, ne? Am vorne, ey. Voll am vorne. Ich glaube, ich habe es am Hinterleib. Oh Mann, das ist der Hinterleib. Da ist es. Oh, Scheiße. Komm, dreh dich. Komm, du riechst es doch auch. Ja, du, da ist es. Guck da. Hallo, dreh dich um. Dreh dich um. Scheiß dummes Vieh. Das ist schade, dass ich dem einfach nicht sagen kann. Hör mal zu, dreh dich um. Vorsichtig, ich will es nicht umbringen. Da. Aber jetzt, komm. Du hast es gefunden, du hast es gerochen. Lass es dir schmecken. Ah, Moment. Mein Zeug da zur Seite räumen. Boah, jetzt können wir sogar beobachten, wie es frisst. Nee, oder? Ja, faszinierend. Yeah. Du sollst nicht hochklettern, du sollst. Hier. Jetzt kann ich es nicht durchleuchten. Das ist jetzt schwierig. Na, na? Ja, da wirfst du drauf. Ja, bist du rollig geworden. Ja, da bist du rollig geworden. Da ist es viel rollig geworden. Ich muss aufpassen, was ich hier mache. So. Wie war's das? Schon fertig? Bestimmt ein Männchen. Finde ich auch schlecht. Ich finde es auch vor allem schlimm. Diese Vorurteile, das stimmt doch gar nicht. Aber mal nicht vom Thema abkommen. Hallo, du kleines Etwas. Ist das vielleicht doch wieder? Frisst es jetzt mit dem Hinterleib? Nein, es verankert sich und guckt und checkt die Lage so. Wo sind meine Gegner? Mein Schatz, mein Schatz. Sag mal, was machst du damit? Ja, da fühlst du dich wohl, ne? Ja, da fühlst du dich wohl. Kann ich jetzt Revolver? Kann ich? Nein, nein, kann ich nicht. Moment. Oh, das war wieder knapp. Wo bin ich da jetzt drin? Ach so. Ja.
Das ist, wie gesagt, das Hinterteil. Da wollen wir nicht hin. Wir wollen nach vorne. Kopf. Wo ist Kopf? Kopf. Wo ist Kopf? Ich bin ruckzuck in dem Vieh drin. Das möchte ich nicht. Man merkt, ich bin ein bisschen anfängermäßig, unterwegs. Es ist schwierig, die Sachen zu orten. Vor allem muss ich mit einer Kamera über ein Okular die Sache filmen. So ein Zusatzmodul kostet um die 200 Euro fast. Ey, das ist doch Wucher, ist das, nur um filmen zu können. Mit der Kamera tut's auch. Glück gehabt, würde ich sagen. Ich sag mal, ich bin jetzt gerade voll und ganz gar nicht mehr so. Ich glaube, das Ding will das Ding nicht. Das Ding will das Ding nicht. Nein, es will nicht fressen. Es hat genug gefressen. Mission erfüllt. Voll gefressen. Man sieht sogar seinen Mageninhalt. Oh, wie cool ist das denn? Ja, faszinierend. Das ist was Faszinierendes, finde ich. Ich beobachte das Leben. Ich selbst habe kein Leben, deswegen beobachte ich das Leben der anderen. Vor allem der Insekten. Denn die halten die Klappe. Die sagen nicht, ey, du Stalker, hör auf. Wobei, eigentlich ist es ja moralisch auch nicht okay, dass man so Insekten beobachtet, weil vielleicht wollen die das ja auch gar nicht. Hm? Schon mal daran gedacht? Vielleicht wollen die das nicht. Warum mache ich das? Okay, es reicht. Also, wir haben es gesehen, dass wir nichts gesehen haben. Wir haben gesehen, dass wir irgendeine kleine Made, die jetzt ein Schläfchen hält, glaube ich. Die hat jetzt fertig, die hat ausgedient. Sag bloß, die schläft jetzt. Hallo? Es geht doch nicht mitten in der Arbeit. Hallo? Wirst du wieder wach? Das gibt's doch nicht. Hallo? Nein. Also, das ist unser Stichwort. Ich würde sagen, es reicht. Mal schauen, was ich als nächstes aufs Tablet liefere. Vielleicht irgendwelche Pilze oder Sporen. Wobei, wie gesagt, je kleiner das Zeug wird, desto schwieriger wird es für mich, weil mit einer Hand muss ich, aua, das tut schon weh, die Kamera hier durchs Okular, das linke ist es in der Regel, jagen und durchs rechte kann ich gar nicht mehr schauen, weil die Kamera alles so verstopft, sage ich jetzt mal, dass ich da nicht durchsehen kann. Aber ich sehe ja durch die Kamera auch dementsprechend, ich gucke gerade, Gott sei Dank hat meine Kamera hinten so ein kleines Display und das sehe ich ja. Eine übliche Handkamera ist das. Ja, mal schauen, was wir als nächstes unter das Mikroskop bekommen. Hoffentlich wieder was Lebendes. Und mal schauen. Gut, dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss. Und das Vieh lasse ich natürlich auch frei. Muss noch überlegen, wo ich sie hinbringe. Nicht am besten nicht zur Spinne, würde ich sagen. Weil ich glaube, die beiden vertragen sich bestimmt nicht ganz so toll. Wobei die Spinne sehr klein ist. Die könnte das Vieh gar nicht töten. Wir wollen es nicht drauf ankommen lassen. Also ich lasse es mal. Ich hätte ja auch die Spinne noch reintun können. Da hätten wir es beobachten können. Nee, das wollen wir nicht. Okay. Ciao.